So, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Let's Play WWE 2K14 History. Ja, jeden Dienstag um 16 Uhr bekommt ihr eine neue Ausgabe serviert. Wenn es der aktuelle Wochenplan so vorsieht, der aktuelle Wochenplan ist immer auf meinem Kanal zu finden, im Kanalbanner oder auf meiner Facebook-Seite facebook.com/fanstock. Alle nötigen Links oder alle wichtigen Links sind in der Videobeschreibung. Bei History habt ihr die Möglichkeit, mir Vorschläge für Matches zu schicken mit entsprechenden Matchbedingungen, für Matches, die in der Vergangenheit mal stattgefunden haben und wo wir entweder die Geschichte neu schreiben oder wo wir das Match nachspielen. Heute werden wir wieder Recreate History machen, also wir werden Geschichte nachspielen und der heutige Vorschlag kommt vom guten Grimble Fix Grimble. Was ein schöner Name. Und er hat das Match El Generico gegen Kevin Steen vorgeschlagen von Final Battle 2010. Die hatten bei 2012 auch ein Match bei Final Battle. Da ein Ladder War Match, also ein Ladder Match. Hier war es ein Unsanctioned Fight Without Honor Match, also ein Extreme Rules Match im Prinzip bloß. Und es ging damals um El Genericos Maske oder um die Karriere von Kevin Steen bei Ring of Honor. Nicht wundern, die Attires passen überhaupt nicht. Das Shirt war, glaube ich, bei Final Battle, also von Steen war von Final Battle 2012, meine ich. Obwohl bei der Attire-Beschreibung Final Battle 2013 ist, was natürlich Quatsch ist, weil Final Battle immer am Ende des Jahres ist. Oder, na, mal sehen. Auf jeden Fall, der Kurs eigentlich Sami Zayn hatte, aber als Attire El Generico gehabt, deswegen habe ich jetzt einfach den ausgewählt. Ich hoffe, dass ich alle Matchbedingungen erfüllen kann, sind nämlich nicht viele. Und zwar schmettere Steen durch einen Tisch, zeige einen Top Rope Brainbuster und gewinne nach einem Share-Shot. Ich hoffe, dass ich den Top Rope Brainbuster hier als Finisher eingestellt habe. Ich meine, nämlich in der Vergangenheit mal ein paar Sachen umgestellt zu haben. Mal sehen. Wenn nicht, ist, glaube ich, der Top Rope Brainbuster als normaler Move hier im Moveset von Sami Zayn bzw. El Generico, ne? Auch wenn er es immer abstreitet in Interviews, dass er El Generico ist. Aber wir wissen es alle. Wir wissen es alle, Sami. Wir wissen es alle. Kevin Steen natürlich jetzt, wenn man den Gerüchten Glauben schenken darf, bald neues Mitglied der WWE. Und den wird man dann auch demnächst, denn bald irgendwann mal bei NXT sehen, wenn alles so läuft wie gehofft oder so. So, mal sehen. Ring of Honor Arena von der damaligen Zeit. Aber die stimmt so. Ich guck mal eben Match-Info, Special. Chopper Brainbuster, zweiter Finisher. Dann ist alles okay. Dann ist wirklich alles okay. Ja. Hier waren eigentlich diese neueren Finisher dabei, diese Created Finisher, die aber total kacke aussehen und nicht den richtigen Finishern von Sami Zayn entsprechen. Deswegen machen wir jetzt einfach das hier. Der Tire von Sami Zayn passt natürlich auch nicht von El Generico. Ich muss natürlich El Generico nennen. Bei Final Battle 2010 hatte er nämlich schwarzes Tire an. Hatte eine komplett schwarze Maske. Ja, und der Hintergrund, warum dann Steen wirklich das Match verlieren sollte, ist, dass er sich eine Auszeit nehmen sollte, laut Jim Cornette, damaliger Booker, Promoter, kann man so sagen, wurde jedenfalls angeheuert, um Teil des Kreativteams zu sein, und er meinte einfach, dass er von der 6-monatigen Auszeit sich ein bisschen dass er trainieren sollte, ein bisschen Gewicht verlieren sollte und so weiter. Das Ganze, die ganzen Hintergrundinformationen könnt ihr euch auf der DVD Hell Rising oder so angucken. Ja, Hell Rising. Hölle steigt oder so. Also H-E-L-L. Leerzeichen R-I-S-N-G. So ungefähr, ne? Sehr interessant. Studio-Interview mit Kevin Steen mit anschließenden Matches. Und ich meine, dass dieses Match ja auch mit dabei ist. Oder in der vorherigen DVD. Bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall sollten wir mal anfangen mit den ganzen Match-Bedingungen. Dann werden wir mal Kevin Steen durch den Tisch schmeißen. Das werde ich ja wohl noch hinkriegen. Hoffentlich. Und mit Schmeißen ist wahrscheinlich wirklich ein Move gemeint, dass ich ihn da durchschmeiße. Ich hoffe, dass wir den überhaupt hochkriegen, den guten Steen, aber ich denke schon. So, wenn ich jetzt irgendwie eine Aktion mache, dann zieht das ja noch nicht als durchgebrochen, ne? Haben wir das wieder? Auch schön. Okay, das zählt jetzt überhaupt nicht. Ich muss erstmal gucken, was wir so für Aktionen haben. Im Repertoire oder wie das aufgebaut ist. Jetzt hole ich hier die Candlesticks raus. Oder was ist das? Oder den Baseballschläger. So, was haben wir hier für eine Aktion? Gar nichts, wenn wir erstmal gekommen hat. Ja, Kevin Steen, für alle, die ihn nicht kennen, ein sehr agiler Mann für jemanden in seiner Gewichtsklasse. Zeigt sehr schöne Matches. Ein schönes Wrestling-Mai. Wie sagt man? Ein gutes Hirn für Wrestling oder so.
oder einen guten Sinn für Wrestling, gute Wrestling-Matches. Ich will einfach mal behaupten, aus meiner Perspektive aus. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr so von Kevin Steen haltet und was für eine Matches ihr noch sehen wollt hier bei History. Mit den jeweiligen Bedingungen dazu. Nicht vergessen. So, Chandy gerade für Daniel Bryan. Oder wofür Chandy gerade? Ich möchte gerne wissen, was wir für Aktionen haben, die ihn durch einen Tisch schmeißen würden lassen oder so. So, nein, einmal die Powerbomb bekommt er. Wird nämlich nichts, jawohl. Haben wir irgendwie einen Suplex oder so? Suplex wäre natürlich am einfachsten. Oder das geht auch mit Chinoko Driver. Ich habe aber die Befürchtung, dass das nicht gut gehen wird. Deswegen probiere ich einfach mal in Front Face Lock umzugehen. Was haben wir hier? Jawohl, einfach ein Suplex. Genau, dann nehmen wir den. Nehmen wir den noch. Brainbuster zuvor. Und noch einmal bitte so. Was war denn eigentlich der zweite Signature Move? War der Hell of a Kick? Helova Kick? Nein, war dieser Rolling Sunset Flip Powerbomb. So, einmal aufstellen. So, ich glaube, das Schwerste wird sein, nach dem Share-Shot zu gewinnen. Weil normalerweise. Na, das kann. Oh, mein Glück. Normalerweise sieht man ja so keine Leute, oder was meint ihr? Mein Mikrofon noch an, ich hoffe doch. Ja, gehen wir weiter auf. Sehr nice. Nein. Mich nicht da durchschmeißen. Du kriegst nochmal die Tier ab. Ach doch nicht. Ein Facebuster. Nice. So. Einmal bitte in Position bringen. Und Suplex. Na. Ah. Nochmal. Nein, 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 nein. Ah. Armdrag. So. Beide Wrestler. Auch in Deutschland einige Male gewrestelt bei der WXW. Könnt ihr euch mal angucken. Und zack. Haben wir die erste Bedingung erfüllt. Hoffe ich doch. Ich schmeitere sie durch einen Tisch. Habe ich gemacht. Jetzt folgt direkt danach der Top Rope Brainbuster. Wenn wir es schaffen. Die werden nämlich gerne mal komplett. Das sage ich euch. Come on. Komm her. So. Oh, schade. So, einmal hier der Whipman. Ich finde diese drei Bedingungen würdigen das Match nicht wirklich, aber besser als nichts. Ich wollte das Match haben, deswegen habe ich mir jetzt ausgesucht aus den Kommentaren. Der Top Rope Brainbuster setzt auch ein sickes Manöver, das man natürlich in der WWE nicht sehen wird. Erstmal zumindest. Jetzt suche ich mir ein Stühlchen und dann versuche ich es nach dem Share Shot zu beenden. Weil wir haben jetzt nämlich schon zwei Bedingungen fertig. Stuhli! So, guckt euch das Match an, es ist auf YouTube zu finden, auch wenn es nicht so ganz legal ist, wenn man es auf YouTube frei gucken kann. Es war damals ein Pay-Per-View-Match, darf man nicht vergessen, ein Pay-Per-View-Match. Aber ihr wisst ja, wie ich zu sowas stehe. So, nach dem Share-Shot, das war nämlich Teil der Stories. Die ganzen Share-Shots on den Kopf, die zum Match-Ausgang führten. Ich empfehle euch wirklich die DVD, Hell Rising, bzw. Ascension to the Top war, glaube ich, die Vorgänger-DVD davon. Auf jeden Fall, ihr werdet schon alles Nötige im Internet finden, wenn ihr euch ein bisschen auskennt, ne? Oh, jetzt will er wirklich einen auf Chairlam. Wie sagt man? Was? Bitte, was? Das gesehen? Auf Chairwar machen. Ja, ja. Das Ding war nämlich, dass. Ja, noch weit. Die haben davor halt einen Stuhl gehabt und ich glaube, mit dem Stuhl hat alles angefangen, mit einem Chairshot, weil die waren ja vorher ein Tag Team. Ich glaube auch Tag Team Champions, bin mir nicht ganz sicher. Und mit dem gleichen Stuhl wurde dann später auch dieses Match beendet. So, guck ich das mal an. Wie ist das passiert? Wie kann das passieren? Habe ich da noch selber eine mitgekriegt oder was? Lass mich das nochmal nachgucken. Hab ich da irgendwie selber am Kopf gehauen, ne? Ja. Sehr schön. Steen oben. Dame Steen. So. Oh, da habe ich gut gemacht. Zack, das sehen wir jetzt. Der Shot. Er muss ihn nämlich an den Kopf knallen. An den Kopf knallen und da blutet er. Und das würde jetzt perfekt als Ende passen. One, two. Ah, schade. Schade. Er ist nämlich rot am Kopf. Können wir gleich mal den Brainbuster auf dem Stuhl machen. Oder gleich zwei. So, mal sehen, ob das sitzt. Ich glaube, er setzt ein bisschen nach links ab. Deswegen wird das passen. Ich glaube, das habe ich perfekt gemacht, oder? Warum machen wir es gleich nochmal? Aber eigentlich Move Device Fähigkeit, das würde natürlich. Ne, schade. Würde sich natürlich anbieten. Wenn wir nach links absetzen, dann haut das hin, oder? Haut das hin!
Wir sind gespannt. Ich hoffe, einigermaßen getroffen. Ja, zählt so halt, ne? Muss ich immer erstmal wieder warten. So, Studi. Die warte mal aufheben. L1. So. So war das. Jetzt warten wir, bis er aufsteht. Dann kommen wir angelaufen mit dem Share Shot. Ah, schade. Ist es überhaupt möglich, am Share Shot zu gewinnen? Zack. Ende im Gelände. Dreht der Share Shot an den Kopf. 1, 2. Gibt's doch nicht, oder was? Das kann er wohl echt nicht geben. So, weiter. Neckbreaker. Ach ja. Ring of Honor. Ich folge ja Ring of Honor. Ich hoffe ja auch. Wenn nicht, dann verpasst ihr was. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Aber ich kann es nur jedem empfehlen. Wenn man vielleicht ein bisschen gelangweilt ist vom Wrestling, der WWE oder so, dann ist vielleicht das was für einen. So, nee. Ich möchte aber auch noch keine Signature Moves abkriegen. Und wenn man davon spricht, kriegt man hier den Codebreaker ab. Ins Ende, ne? Okay, schau ich noch. Aber er hat ja. Fuck, das war eine schlechte Idee. Ah, gekontert. Nice gemacht von mir und dabei gleichzeitig auch noch einen Signature Move bekommen. Ey, wie cool bin ich denn drauf? Machen wir doch mal hier Rolling Dings hier. Jawoll. Nice, wir haben gleich zwei Finisher. Dann würde ich mal machen wir noch einen Top Rope Brainbuster. Einmal bitte in die Ecke. Ah, toll. Also wird klappt. Mhm. Nicht pinnen direkt danach. Geht raus. Was macht sie? Ihr holt sich jetzt eine Ringtreppe. Okay. Aber warte mal. Das wäre doch jetzt, oder was? Treffe ich ihn darauf? Mal sehen. Bisschen, so halb. So, dann würde ich einfach mal behaupten, bitte in die Ringecke. Da ein bisschen weiter hier wieder hinpacken. Na, fuck! Oh! Das ist ja total hinten losgegangen. Oh, nö. Top Rope Brainbuster nochmal. Brainbuster? Dann einmal hoch mit dir. Und jetzt nochmal der Top Rope Brainbuster. Und am Share Shot gewinnt er. Nach einem Stuhlschlag. Ah, oh Gott. Boom! Stuhli. Na, falsch. Ja. Okay. Armdrag. Was soll das? Nein, ich will. Das kann er wohl nicht angehen. Ich will bloß einen scheiß Stuhl haben. Ist ja wohl nicht so schwer, oder was? Danke. Ende. Der Share Shot of Doom. Ins Cover. 1, 2, 3. Haben wir dem leidenden Ende bereitet. Und das war's. Schöner Vorschlag von dir. Grimbel, fix Grimbel. Wenn ihr ebenfalls Vorschläge habt für das Let's Play von WWE 2K14 History, dann schreibt mir dies doch in die Kommentare. Hat mir sehr gefallen. Sehe ich gerne mal, wenn wir nicht nur immer WWE-Matches haben, sondern auch mal TNA oder Ring of Honor-Matches oder sonstige Matches aus Indie-Promotions. Ja, dazu habe ich nichts weiter zu sagen. Daumen hoch wäre cool, würde mich sehr freuen. Wir sehen uns dann. Guckt euch das nochmal an, wie geil ich das gekontert habe. Hab ihn voll getäuscht, war voll mit Absicht. Wir sehen uns nächsten Dienstag wieder. 16 Uhr bei einer weiteren Ausgabe von History. Morgen geht's weiter mit Challenge. Gestern war WMO. Ja, genau. Ja, hier nämlich. Und, ja. Freue mich, wenn wir uns demnächst wiedersehen. Daumen hoch wäre cool. Adblock aus. Euer Franz. Euer Fürle Franz. Euer Fürle Franz. Euer Franz sagt, das ist ein guter Kanalname. Fürle Franz. Ach Gott. Euer Franz sagt, bis zum nächsten Mal rein und tschüss.